Hey, yo Leute, Crymax hier und in diesem Video dreht sich alles um die bevorstehende GTA 5 PC-Version, denn dazu hat Rockstar Games gestern einige neue Infos veröffentlicht, unter anderem neue 4K-Screenshots, also richtig krasse Screenshots in übelster guter Qualität. Da kann ich euch auf jeden Fall nur mal empfehlen, euch diese anzuschauen, aber dazu gleich mehr. Außerdem hat Rockstar Games nun die PC-Anforderungen veröffentlicht, also was ihr alles benötigt, um GTA 5 dann später auf dem PC spielen zu können, und außerdem hat Rockstar Games auch noch ein neues Release-Date genannt, und ich würde sagen, damit starten wir direkt mal, weil das wahrscheinlich die Sache ist, die euch allermeisten interessiert, und zwar, wann kommt denn nun die GTA 5 PC-Version raus? Und zwar hat sich das Release-Date jetzt um 2 Monate verschoben, wie wir es von Rockstar Games kennen, und zwar kommt die PC-Version jetzt nicht mehr am 27. Januar, sondern am 24. März raus. Ja, Leute, das ist zunächst mal relativ scheiße und es tut mir leid, dass ich das Video direkt mit so einer schlechten Info starte. Jedoch muss ich dazu auch sagen, ich warte lieber noch 2 Monate länger, wie ein schlechtes, oder besser gesagt ein unfertiges Spiel zu spielen, und deswegen finde ich das Ganze eigentlich gar nicht so schlimm, aber es war einfach typisch für Rockstar Games, dass sie uns einfach nochmal 2 Monate länger warten lassen. Finde ich natürlich trotzdem extrem scheiße, aber wie schon eben gesagt, den Kopf nicht in den Sand stecken, denn dafür wird das Spiel nochmal um einiges besser werden. Und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr euch das Spiel noch kaufen wollt, der MMOGA-Link ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Wenn ihr mich unterstützen wollt, müsst ihr natürlich nicht. Jedenfalls, ja, wenn ihr das eben noch machen wollt, dann gibt es dazu unten den Link in der Videobeschreibung zu finden. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit den Systemanforderungen weiter. Und dazu hat Rockstar Games eben 2 Tabellen veröffentlicht. Einmal eine Tabelle mit den Mindestvoraussetzungen und einmal eine Tabelle mit den normalen Voraussetzungen, mit denen man eben das Spiel dann in vollen Zügen genießen kann. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal mit den Mindestvoraussetzungen. Was das Betriebssystem angeht, benötigt ihr dafür mindestens Windows 8.1 64-Bit, Windows 8 64-Bit, Windows 7 64-Bit oder Windows Vista 64-Bit. Kommen wir zu dem Prozessor. Bei diesem benötigt ihr mindestens einen Intel Core 2 Quad CPU Q6600 mit 2,4 GHz auf 4 Prozessorkerne verteilt oder ein AMD Phenom 9850 Quad-Core Prozessor mit 4 Prozessorkernen mit jeweils 4,5 GHz. Ja, weiter geht es mit dem Arbeitsspeicher und dafür benötigt ihr mindestens 4 GB, um das Spiel spielen zu können, und was die Grafikkarte angeht, dafür benötigt ihr mindestens eine Nvidia 9800 GT mit 1 GB Grafikspeicher oder eine AMD HD 4870 mit ebenfalls 1 GB Grafikspeicher. Was die Soundcard angeht, dafür braucht ihr eine DirectX 10 Compatible, keine Ahnung irgendwas, aber Soundkarte interessiert eigentlich eh niemanden, weil ich denke mal, das dürfte jeder haben. Und jetzt der nächste Punkt, Leute, die Festplattenkapazität. Leute, wenn ihr an einem Tisch sitzt, bitte haltet euch fest, haltet euch an eurem Stuhl fest, schnallt euch an, ihr braucht für die GTA 5 PC Version 65 GB, Alter, Leute, ohne Witz, ich glaube, ich hatte noch nie so ein riesen Spiel auf dem Computer, ist echt richtig krass, da merkt man einfach, wie riesig dieses Spiel ist, also wirklich 65 GB und natürlich auch dementsprechend ein DVD-Laufwerk, sofern ihr euch das Spiel nicht aus dem Internet runterladen wollt, und ich habe mir echt überlegt, ob ich mir das runterladen soll, aber jetzt, wenn ich hier 65 GB sehe, glaube ich, lasse ich das lieber, weil ich sonst 2 Tage lang downloaden muss. Ja, Leute, weiter geht es mit den normalen Voraussetzungen. Mit diesen Voraussetzungen könnt ihr das Spiel eben in vollen Zügen genießen, also mit einer höheren Grafikeinstellung, und dafür benötigt ihr Windows 8.1 64-Bit, Windows 8 64-Bit oder Windows 7 64-Bit. Weiter geht es mit dem Prozessor. Dafür benötigt ihr einen Intel Core i5 Prozessor mit 3,2 GHz oder einen AMD X8 FX 8350 mit 4 GHz. Weiter geht es mit dem Arbeitsspeicher. Dafür benötigt ihr 8 GB und also 8 GB Arbeitsspeicher und mit der Videocard, also mit der Grafikkarte, dafür benötigt ihr eine Nvidia GTX 660 mit 2 GB Grafikspeicher, und da bin ich gerade echt ziemlich beruhigt, weil mir gerade einfällt, dass ich genau diese Grafikkarte in meinem aktuellen PC drin habe, heißt, ich kann dann wohl GTA relativ gut auf dem PC spielen, oder eben eine AMD HD 7870 mit ebenfalls 2 GB Grafikspeicher. Soundkarte ist gleich geblieben, die Festplattenkapazität ist natürlich auch gleich geblieben, und ihr benötigt ebenfalls ein DVD-Laufwerk, sofern ihr euch das Spiel nicht runterladen wollt. Ja, Leute, soviel zu den Voraussetzungen. Und ja, ist auf jeden Fall ganz ordentlich, muss ich sagen. Jetzt also besonders diese 65 GB, wie gesagt, man merkt einfach, wie verdammt riesig dieses Spiel ist. Und ich freue mich auch schon so richtig drauf, auf jeden Fall für euch da immer noch Videos rauszuhauen. Ja, Leute, so viel zu den Systemvoraussetzungen. Jetzt würde ich sagen, wir kommen noch zu den Screenshots, die veröffentlicht wurden. Ich kann euch ja jetzt mal welche im Hintergrund einblenden. Jedoch empfehle ich euch, diese wirklich selbst anzuschauen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden, denn das sind 4K-Screenshots, also richtig hochauflösende PC-Screenshots, und es sieht wirklich so verdammt geil aus, Leute, ohne Scheiß, gönnt euch bitte die Qualität. Leider kommt dieses Video nicht so gut raus, weil ich das Video auf 720p render und nicht auf 4K. Deswegen auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung schauen und schaut euch das einfach mal selbst im Internet an. Es sieht wirklich so verdammt geil aus und es hat einfach meine Vorfreude auf dem PC nochmal gesteigert, wenn auch erst 2 Monate später.
Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann brüllt jetzt immer auf den Like-Button ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.